Man sagt Nanu, wenn man sich wundert. Nanu? Ach so. Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich euch den Berliner Dialekt vorstellen. Dazu habe ich ein Gedicht. Und vorher möchte ich aber noch kurz ein paar Worte über Dialekte sagen. Es gibt verschiedene deutsche Dialekte, zum Beispiel den Berliner Dialekt, Sächsisch, Plattdeutsch. Es gibt zahlreiche Dialekte. Aber das Gute ist, wenn ihr mal nach Deutschland kommt, dann werden die meisten Leute mit euch Hochdeutsch sprechen. Hochdeutsch ist das, was ich gerade spreche. Insofern keine Sorge, ihr braucht nicht 10, 11, 12 Sprachen zu lernen, um euch in Deutschland verständigen zu können. Hochdeutsch reicht. Außer bei ein paar Menschen, die einen sehr starken Dialekt haben. Aber solche Leute kann selbst ich manchmal nicht verstehen. Und aber die Dialekte haben meiner Meinung nach auch einen gewissen Charme. Ich finde sie auf eine gewisse Art auch toll. Es ist eine interessante Eigenart. Es ist eine interessante Sprechweise. Und deshalb möchte ich euch den Berliner Dialekt zeigen anhand dieses Gedichts. Berliner Klops Geschichte. Ich sitze da und esse Klops. Auf einmal klopft's. Ich kicke, staune, wundere mir. Auf einmal ist sie auf die Tür. Nanu, denk ich. Ich denk, nanu. Jetzt ist sie auf. Erst war sie zu. Und ich geh raus und kicke. Und wer steht draußen? Ecke. Jetzt das Gleichgedicht nochmal auf Hochdeutsch. Ich sitze da und esse Klops. Auf einmal klopft es. Ich gucke, staune, wundere mich. Auf einmal ist sie auf die Tür. Nanu, denke ich. Ich denke, nanu. Jetzt ist sie auf. Erst war sie zu. Und ich gehe raus und schaue. Und wer steht draußen? Ich? Zwei Anmerkungen. Klops ist ein Gericht. Ihr könnt Klopse machen, indem ihr euch Hackfleisch kauft und ein paar Brötchen nehmt. Und ihr macht diese Brötchen nass und vermischt das Brot mit dem Hackfleisch und knetet das Ganze ganz doll durch und macht kleine Kügelchen. Und diese Kügelchen könnt ihr kochen oder backen oder braten und das schmeckt ganz lecker. Das Gericht ist vielleicht noch komplizierter. Vielleicht solltet ihr vorher nochmal im Internet nachschlagen, wie ihr genau Klops macht. Aber das ist mein Kochtipp heute. Und wenn ihr diese Klöpse esst, passt auf, dass eure Tür nicht einfach so aufgeht, weil ihr euch dann sehr wundern werdet. Und meine zweite Bemerkung ist, folgende,
Ich möchte euch das Wort Nanu erklären. Ja? Was heißt Nanu? Ja? Die Sache ist die, Nanu heißt eigentlich gar nichts, sondern man sagt Nanu, wenn man sich wundert. Nanu? Das sind meine zwei Anmerkungen zum Verständnis. Und wie ihr mitbekommen habt, zum Beispiel sagt man Icke oder Ick, wenn man im Hochdeutschen Ich sagen würde, im Berliner Dialekt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Berliner Dialekt so gut wiedergegeben habe, aber ich denke, er hört sich total toll an. Gerade mit diesem Ick, und manchmal benutzen die Leute, die den Berliner Dialekt haben, ein J, ein I statt einem G, und sie benutzen Wörter wie Kieke, ja, für schauen. Und ich finde diesen Dialekt sehr drollig und sehr toll. Und ich hoffe, das Gedicht war unterhaltsam für euch. Und damit wünsche ich euch noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.